Ich hätte gerne ein Stück von diesem Kuchen und eine Tasse Kaffee dazu, bitte. Das macht dann 10 Euro. Kleinen Augenblick. Bitteschön. Oh je, Sie wollen mit Bargeld bezahlen? Ja, selbstverständlich. Das nutzen doch nur Geldwäscher oder Terroristen. Tut mir leid, aber ich werde sicher kein Bargeld akzeptieren. Mein Betrieb setzt ein Zeichen gegen dieses Hilfsmittel des Verbrechens. Ich werde bei Ihnen garantiert keinen Kaffee mehr trinken oder Kuchen kaufen. Mir reicht's. Und wann es soweit ist, dass unser Bargeld nicht mehr akzeptiert wird, darüber spreche ich jetzt mit Ihnen, denn es gibt neue Zahlen und die Deutschen nutzen immer weniger und weniger Bargeld. Ich verrate Ihnen, was es mit dem heutigen Videotitel auf sich hat. Mein Name ist Dominik Hettner und wir steigen jetzt in die Materie ein. Laut der neuesten Umfrage der Postbank zahlen immer weniger Deutsche bar. Die Zahlen zeigen, dass 60% der Menschen via Smartphone oder EC-Karte bezahlen. Noch im Jahr 2021 waren es 56% und vor der Pandemie waren es nur 47%. Sie sehen also, die Zahlen steigen rasant an und was das für unsere Freiheit bzw. für die Freiheit des Barzahlens bedeutet, das verrate ich Ihnen jetzt. Besonders beträchtlich dabei ist, dass Menschen unter 40 besonders häufig digital bezahlen. Und die Entwicklung weg vom Bargeld hin zur kompletten digitalen, transparenten und 100% kontrollierbaren Welt schreitet massiv voran. Viele Bäckereien akzeptieren bereits jetzt schon kein Bargeld mehr, wie sie zum Beispiel dieser Quelle entnehmen können. In Dortmund ist es beispielsweise schon so, dass sie in einer Diskothek nur noch mit Chip-Implantat bezahlen können. Richtig gehört, sie können dort nicht mehr mit Bargeld bezahlen und Chip-Implantate sind nicht nur in Dortmund Trend, sondern auch in Schweden, aber auch in der Schweiz schreitet diese Entwicklung voran. Das Transportunternehmen PostAuto möchte dort beispielsweise keine Tickets mehr im Bus gegen Barzahlung akzeptieren bzw. gegen Barzahlung verkaufen. Stattdessen sollen dort dann Automaten aufgestellt werden und auch immer mehr Banken schaffen die EC-Karten ab, mit denen man Bargeld abheben kann. Viele Banken lassen beispielsweise nur noch mit ihrer hauseigenen Karte zu, bei der eigenen Bank Bargeld abzuheben, was die Flexibilität natürlich massiv einschränkt. Im konkreten Fall ist es bei der neuen Visa-Karte der Targo Bank so, dass Sie dort nur noch bei der eigenen Bank Bargeld abheben können und bei Sparkassen, Volksbank oder weiteren Banken eben nicht mehr mit dieser Karte Ihr Geld abheben können. Und die EU redet auch öffentlich zwischenzeitlich über eine Einführung einer 10.000 Euro Bargeld-Obergrenze. Und auch meiner letzten geschätzten Interviewgäste Norbert Hering scheiterte mit seiner Klage erst kürzlich, dass er den Rundfunkservice-Beitrag bar bezahlen möchte. In diesem Video hat er auch ausführlich darüber gesprochen. Gleichzeitig forcieren immer mehr Staaten und Zentralbanken die sogenannten CBDCs. Ein Begriff, der immer häufiger in den Medien auftaucht, die Central Digital Bank Currencies. Zu Deutsch digitale Zentralbankwährungen, die ein lückenloses Bewegungsprofil zulassen und jegliche Transaktion 1:1 nachvollziehen lassen, womit sie letzten Endes in der Klemme stecken, wenn es beispielsweise darum geht, dass die Zentralbanken oder die Staaten oder sonstige Behörden ihnen beispielsweise den Konsum einschränken möchten. Wenn ihnen die Behörden vorschreiben, dass sie beispielsweise zu viel Fleisch essen, könnte man auf Knopfdruck sagen, dass ihr Konsum hierhin reduziert werden soll. Es wird also hierbei besonders klar, dass es einzig und allein um den gläsernen Bürger gehen soll. Erstens könnte man das Verhalten der Bürger immer besser nachvollziehbar machen und steuern über beispielsweise ein Sozialkreditsystem, das derzeit in Teilen Deutschlands, aber auch in Italien erprobt und getestet wird. Artikel dazu finden Sie unter diesem Video. Ich habe hier auch ausführlich in den letzten Videos immer wieder darüber gesprochen, um Sie hier schon zu sensibilisieren. Es wird vor allem immer wieder, um den Menschen auch diese digitalen Zentralbankwährungen schmackhaft zu machen, mit dem Argument geworben, dass man Schwarzgeld oder Steuerhinterziehung eindämmen könnte. Und auch ich befürworte das nicht, aber das ist kein Argument dafür, dass das im Grundgesetz verankerte Recht auf Barzahlung mit Bargeld weiterhin eingeschränkt wird und in der Zukunft komplett verboten wird. Zudem wären dann noch tiefere Negativzinsen möglich. Diese Negativzinsen wären für Sie unumgänglich, denn Sie wären in diesem digitalen Zentralbankgeldsystem gefangen. Auch die Inflation könnte man problemlos in unmittelbarem Maße auf Sie umlegen und Sie somit staatlich und auch noch legal enteignen. Die EZB spricht inzwischen ganz offen über diesen digitalen Euro und sagt dazu Folgendes. Die Anonymität der Benutzer ist nicht wünschenswert, da dies eine Kontrolle der Umlaufmenge und die Verhinderung von Geldwäsche unmöglich machen würde. Sie sehen auch hier wieder das Argument der Geldwäsche, das immer vorgehalten wird. In Wirklichkeit muss man natürlich die Frage stellen, wie groß Geldwäsche in anderen Umfängen auf viel größerer Unternehmensgeflechtsebene passiert. Jetzt möchte man aber den kleinen Volk an den Kragen, indem man das Bargeld Stück für Stück eindämmt und kriminalisiert. Im Klartext möchte die EZB damit sagen, dass Anonymität unwichtiger wird
und Geldwäschebekämpfung an Priorität und Wichtigkeit gewinnt. Sie sehen also, Ihre Anonymität ist letzten Endes nicht das gewünschte Ziel der Zentralbank. Beispielsweise in Schweden, wie vorhin schon angesprochen, sind der Staat und die Banken sehr, sehr weit vorangeschritten mit der Abschaffung des Bargeldes. Das Ziel ist es, bis 2023 laut den Prognosen des schwedischen Handelsrats des Bargelds komplett abzuschaffen. Sie hören richtig. Schweden wird das erste Land in der EU sein, das das Bargeld komplett abschafft. Als Argument nutzt man die plattgetretenen Thesen, es würde sich für Händler nicht mehr lohnen, Bargeld zu akzeptieren und es würde sich schlichtweg nicht mehr rentieren. Selbst viele Kinder in Schweden wissen aktuell nicht mal mehr, wie man mit Bargeld umgeht, wie sie diesen Videoausschnitt hier entnehmen können. Seit über einem Jahr hat Karl Peyron kein Bargeld mehr benutzt. Und dass er mit 8 Jahren die erste Bezahlkarte bekam, ist nichts Besonderes in Schweden. Man kommt hier nicht weit mit Cash an immer mehr Plätzen. Mit Barem wird es auch dann schwierig in Schweden, wenn es wirklich dringend ist. Die Toilette will Plastikgeld sehen. Erst dann gibt sie für wenige Cent den Weg in den Sanitärhimmel frei. Nichts los auch an den Geldautomaten. Es gibt Banken, die sie ganz abgeschafft haben. They embrace it. Die Menschen finden das gut. Schweden bewegt sich ziemlich schnell aufs Bargeldlose zu. Es gibt zum Beispiel Kinder, die wissen, mit Münzen nichts mehr anzufangen. Recognize coins. Daher mein Appell an Sie, zahlen Sie so viel es geht in bar. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Sie sich gegen diese schnelle Entwicklung zur Wehr setzen können. Horten Sie auch gewisse Mengen an Bargeld zum Tauschszenario, übertreiben Sie es nicht. Bei der aktuellen Inflation wird selbstverständlich dieses Bargeld immer schneller, immer weniger wert. Und aus diesem Grund macht es auch Sinn, neben Bargeld gewisse Edelmetallbestände zum Inflationsschutz und zum Tauschfall zu besitzen. Hier finden Sie die passenden Produkte und in diesem Video erkläre ich Ihnen, wie es richtig geht, wie Sie mit Gold und Silber den passenden Krisenschutz und Inflationsschutz besitzen. Ich freue mich, wenn Sie diesem Video einen Daumen hoch da lassen, wenn Sie mit mir darum kämpfen, dass unsere Freiheit in Zukunft durch die Zahlmöglichkeit des Bargelds bestehen bleibt. Auf Wiedersehen und Tschüss.